Jetzt sind wir live dabei, hier auf dem Zeltplatz, auf dem heiteren Platz. 2010, am Open Air. Ich muss betonen, Stefanie Heizmann kommt jetzt gleich. Ich bin der Reto Partner und ich wünsche euch viel Spass hier auf dem grössten Campingplatz von der Zofiger Welt. Ein Mützenschlaf. Das ist das ist Bauchspeck. Ja, genau, Bauchspeck. Nicht schlecht. Hast du gewusst, dass wenn es fette Kohle drauf, dann entwickeln sich eben die krebserregenden Stoffe? Ja, das, der Winter bläst das alles weg. Was ist das da? 30 Liter oder wie viel? Das ist selbstkühlend. Aha. 20? 10. 10? Hey, wieso filmen wir das überall? Mann, das ist ja nichts. Das ist ja nichts. Wow, Trocheneis. Die Siechen sind gut, schau. Das sieht aus wie eine molekular, Mikromolekularküche, oder wie heisst es? Aber das ist nicht gesund, oder? Das ist aber nicht gesund, oder? Wieso? Das ist gut, dass es kühl bleibt. Ja, das schon, aber ich meine... Wir trinken nur kaltes Bier. Ja, das ist schon in Ordnung, aber wenn kannst du es da reinlängen? Solltest du nicht reinlängen, es gibt Verbrennungen. Eben, aber wie lange geht es, bis du es reinlängen kannst? Ja, das geht schnell, das verschmilzt schnell. 5 Minuten ist verschmolzen. Ich glaube, die fressen es nachher. Wenn sie ja schon immer meinen, wir sind vom Telemais, können wir eigentlich jetzt Sofa machen. Da. Wie heisst der Erismann? Gut, er hat längere Haare, aber weniger, oder? Darf ich mal testen? Geht schon? Wow, hey. Hey, aber das ist wirklich nicht schlecht. Super, ja. Also gut. Je nachdem. Vielleicht einen Schluck könntest du vielleicht noch geben. Ihr seid sicher Luzernerinnen, oder? Klar, gut, das war eine rhetorische Frage. Wer sauft zuerst Kaffee fertig? Hey. Kennen? Das ist der Simon. Die Frage ist aber eher, was ist das? Das ist wirklich eine Weltneuheit. Jetzt zeigt der Simon, was das ist. Ja, also, das ist... Noch nicht sagen, was es ist. Basteln. Soll ich einfach anfangen zu basteln? Ich glaube schon, ja. Also, dann kann man hier aus dieser Stange hier den Deckel abnehmen. Hier drinnen ist noch eine andere Stange. Und das war schon mal ein Mann, der hatte einen hohlen Zahn. Das ist etwa das. Und im hohlen Zahn hat es einen Brief gehabt, dort hat es gestanden. Also, und wenn jetzt irgendeiner kommt und sagt, das ist nicht der geilste Grill von der Welt, dann kommt er eins. Auf die Schnarre über. Richtig. Ein Zeltplatz ist eigentlich theoretisch wie eine kleine Stadt. Zuerst wachsen sie in die Breite, oder? Bis geografische Grenzen ihre irgendwie am Wachstum hindern. Und nachher wachsen sie in die Höhe. Und das ist nämlich hier auch so. Jetzt haben wir langsam Maximalbelegung auf dem Zeltplatz. Was passiert? Wir haben hure riesige Hütten. Es wird jedes Jahr, ich glaube, es ist eine Art Wettbewerb. Wer hat die sträubste Buden, oder? Und das hier, ich glaube, das ist auch schwer zu übertreffen. Ihr wisst schon, also da wahrscheinlich das grösste Zelt von allen, oder? Ja, man wisst das eigentlich schon. Das ist eigentlich die Absicht.
Eben, ja, weil ich sagen, es ist eine Art, mit uns ist ein Wettrösten. Ein Wettrösten im Gang irgendwie auf dem Zeltplatz. Wer hat die gröber Buden, oder? Ja, ich denke, es geht um das. Und vor allem, wenn es sagt, wir haben auch Christen zu sein, oder? Und das beste Wetter hat er nicht vorausgesagt. Denke, gut, aber jetzt unter uns gesagt, also leicht überrissen ist er schon, oder? Ja, überrissen, das ist schwer, ja. Aber es ist noch ein Mass. Wie viel schlafen denn da drin? Ja, gell, mit mir etwa 499 Leute. Je nachdem, was ihr noch findet unterwegs. Genau, genau. Das ist vielleicht das Grösste, aber ich glaube, das best ausgerüstete Camp ist das hier. Weil ich habe es gestern zu oben gesehen, die haben sogar beleuchtete Kühlschränke. Das ist noch geil. Und das ist eigentlich der Schweizer. Die Schweizer Vertretung von Onkel Benz. Ja, genau. Onkel Benz ist die zweite dieses Jahr, ohne Scheiben. Leider immer noch im Rucksack, weil ich den noch nicht aufgemacht habe, habe ich sie noch nicht ausgepackt. Immer noch am Rösti fressen? Ja, nein. Heute haben wir Bastelstunde. Sind wir am Basteln. Was gibt es am Schluss denn? Ja, es hätte mal ein paar Flügel gegeben. Leg mal an. Nein, ist verkehrt. Es gibt Flügel für mich. Ja, das kommt gut. Ja, mal, ich sehe, und der Kühlschrank, wie sieht es dort aus? Vielleicht mal. Kaffeemaschine. Aha, Kaffeemaschine? Hey, nein, schau jetzt, ja, die übertreiben es total, oder? Was alles gehört zu eurem Revier? Eigentlich das, was hier angeschlossen war. Wie viele Leute schlafen hier? Also normalerweise? 18. Jetzt noch? 18. Jetzt könnt ihr in dem Fall auf 36er weiter fast. Ja, vielleicht 24. Das hat auch Frau. Ja. Haben ihr immer noch ein Kotz? Wir haben doch das letzte Jahr so ein Plachen gehabt, wir können darunter liegen. Ja, nein, das haben wir also nicht. Aber wir werden älter. Nein, wir haben den Wald näher. Ja, gut, stimmt, sie können direkt. Und die gehen alle dahinter seichen, hast du gemerkt? Also, pssst. Niemandem. Nicht nur ihr, darum schmeckt man es auch langsam. Also, ich finde das überhaupt nicht gut. Nein, das ist grausig, oder? Baby, cause in the dark you get the shiny cars, and that's when you need me there. With you, so, I'm always. Wir haben hier HD, eben. Wir sind ein bisschen anspruchsvoller. Ich werde wechseln, aber irgendwie, ich glaube, ich muss die verdammten Batterien wechseln. Da. Ah ja, gut, die sehen schon ein bisschen mitgenommen aus. Welcher Baum ist für was? Ich habe irgendwie etwas gehört am Onkel vorher. Also, warte. Also, wo? Okay. Urinieren. Blowjob-Baum, urnieren. Ich habe jetzt nicht verstanden, das Blowjob-Baum hier. Was ist das? Das ist seit letztes Jahr so, wo eine hat jemals bei diesem Baum hinten. Und recht viele Leute sind rundherum gestanden und haben es mit dem Nattel aufgenommen. Darum habt ihr jetzt ein Zelt hier aufgestellt, das Jahr? In der Hoffnung, es sei der Baum. Es war letztes Jahr schon da gewesen. Wir sind jetzt einfach immer da. Das ist noch etwas für unsere Tierweltfreunde. Wir haben auch eine Kleintierhaltung auf dem Meter. Wobei, man kann sie nicht recht identifizieren. Von wem wären ihr gefahren? Ja, also ich schaue, was auch etwas überkommen. Du bist da, du bist der Schäfer. Ja, etwa so, ja. Ich schaue für meine Schäfli, weißt du? Ja, das ist gut. Hey, aber schau ein bisschen wegen dem Lärm und so. Du ja, weißt ja, das ist nicht so gut. Ja, das schaue ich auch. Weißt du, ich schaue auch für so Sachen. Ja, und immer wieder zwischen durch eins auf den Deck, wenn sie zu laut werden. Vielleicht musst du einfach noch einen Hund engagieren, um sie zusammenzuhalten. Hey, das braucht es nicht. Ich länge allein, weißt du? Ich bin so bissig. Redo Porta! Prost! Prost! Hey, ihr habt ein bisschen viel Holz hier vor der Hütte. Holz vor der Hütte, das ist immer gut. Oder? Holz gibt Punkte, oder? Ja, das macht warm im Winter. Oh, die Hüttengreifer hast du auch noch persönlich. Die Hütte muss ich schon sagen. Du hast eine kleine Tussi-Brille. Ja, findest du? Ja, Gold. Geil, ja, mit Gold, das ist echt Gold. Und alles. Das ist mehr Zweck, verstehst du? Hier habe ich immer schön, wenn die Sonne vorbekommt, perfekter Schutz. Wenn die Sonne da vorne kommt, wenn sie da kommt, dann kann ich etwas runter tun. Und wenn es mich umnimmt,
Und ich will mitziehen. Das kann ich einfach runter. Wenn es sie umnimmt, hast du gar keine Zeit mehr, um das runterzuklappen. Es geht automatisch, wenn ich vorher runterfalle. Er ist vorbereitet. Ja. Auf Deutsch, ficken. Sali Reto. Und, fruchtet das? Ja, das ist gut. Hast du Erfolg damit? Ja, das läuft. Das ist Mallorca-Style, das ist immer gut. Mallorca-Style. Das ist und jetzt das Finale live per Fußball. Jetzt Spanien-Holland, oder? Spanien-Holland, wer will Spanien sein von euch? Da kommt er! Was sind wir? Niemand! Spanien! Nein, niemand will Spanien sein! Oh, Russland, Nastarovi! Gegen, was ist da, eh? Ah, da ist die Schweiz! Ah, oh, Schweiz! Wo hast du ihn geklaut? Da! Bei mir daheim! Ist ja recht ausbleicht, das ist ein älteres Modell. Ja, das war ein bisschen von außen. Die haben müssen ein bisschen trainieren, ziemlich lange, jetzt etwa 2 Jahre von außen. Ja. Jetzt kommen sie noch die letzte Chance über auf den Heiter. Ja, sehr gut gespielt. Keine Tore, da im Finale. Rudi Hunziker, ich habe heute eine Theorie aufgestellt. Theorie. Weil er nicht mehr Breite kann wachsen, der Zeltplatz, wächst er jetzt in die Höhe, stimmt das? Ah, nicht in die Höhe. Ja, das musst du beurteilen. Sie graben zwar schon, ich habe gesehen. Sie graben auch etwa die, nein. Wir können wirklich nicht mehr Breite wachsen, eben wie du sagst, in die Höhe. Und, ich glaube, du bist auch in die Höhe gewachsen, Gottverdammt! Genau, ich glaube, man verkauft jetzt ein kleines Stehzelt, wo man so stehen kann. Das würde sich lohnen. Ja. So Japanerschilen willst du etwa 50'000 Leute herbringen? Ja, es gibt ja eh solche, die nie gehen schlafen, die sollen doch in ein Stehzelt gehen. Ja, und die zum Beispiel, die sollen töckeln, nicht schlafen. Ja, genau, wer will schon schlafen am Abend? Die können ihr Zelt, das reicht sicher für 30 Leute, oder? Ja, würde ich auch sagen. Ja, genau. Also, gute Nachricht für alle. Nächstes Jahr könnt ihr gratis schlafen auf dem Zeltplatz. Mit einfach überall bei diesen grossen Pavianen müsst ihr gehen. Dort ist eh keiner drin, dort könnt ihr schlafen. Einer, der eine Zapfahne hat, hey, das ist es. Kannst du mir, was hat er unten angehängt? Was für Fässli? Mineral. Ich frage nach der Menge. 20 Liter das Fass und wir haben 200 Liter da. 200 Liter? Das ist vernünftig, oder? Ja, wir sind 20 Leute. Danke. Also jede 10 Liter in 3 Tagen? Nein, wir sind seit dem Mittwoch da. Das ist aber knapp, oder? Nein, wir wissen, wie das einteilen. In dem Fall haben wir noch Schnaps, oder? Ja, feine Zwetschge haben wir noch da. Ganz feine Grappa. Und natürlich sehen wir da, haben wir da noch eine Espressomaschine. Und ja. Genau. Ja, noch eine Frage. Nein. Ja, genau. Kennen Sie einen Spieler vom FC St. Gallen? Darf ich schnell erklären, das ist unser Zuschauer von unserem Tele 1. Tele Metrohex. Tele 1, jetzt ist es gerade fertig. Das ist gerade das Schicksal.